Liebe Community, liebes Deutschland, ich möchte heute zu euch sprechen. Ich möchte euch einen Vorfall erzählen. Es geht um eine Bekanntschaft mit den Asylbewerbern. Ich möchte hier gar keine Hetzjagd oder sonstige starten. Ich komme gerade von draußen mit meinem Kind spazieren gewesen, Kleinkind. Da sehe ich, dass mir ein. Es ist ein Asylbewerber gewesen, ganz sicher. Er sieht mich an, ich sehe ihn an, ich gehe weiter, er benimmt sich total komisch, versteckt sich hinter einem Auto und guckt immer, wohin ich gehe. Er hat gedacht, ich sehe ihn nicht. Ich hatte eine Sonnenbrille auf, es ist schönes Wetter bei uns. Ich habe ihn aber gesehen, habe gesehen, dass er sich ständig hinter einem zweiten Auto versteckt, um mir folgen zu können. Mir folgen zu können. Vielleicht mich auszurauben oder noch Schlimmeres bei helligem Tageslicht. Es ist 12:30 Uhr. Ich habe ihn aber gesehen, habe mich umgedreht und habe ihn direkt angesehen, habe gesagt, was willst du? Hatte mich nur angelächelt und ist weggelaufen. Es ist ganz deutlich, dass er mich ausrauben wollte oder noch Schlimmeres. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Ich lebe in einem kleinen Dörfchen. Wir sind schon auf ein kleines Dörfchen gezogen, weil ich hier sicher sein wollte. Ich habe so viel Verständnis für die Asylbewerber, für die Flüchtlinge, für die Familien, für die Kinder. Ich bin selbst Mutter. Aber bei Gottes Leibe, es kann nicht sein, dass wir alle Flüchtlinge hier aufnehmen. Viele Menschen ihre Freizeit opfern, um ihnen zu helfen. Und wie danken die es uns, indem sie uns Angst machen, indem sie dazu führen, dass ich jetzt bei Tageslicht Angst habe, auf die Straße zu gehen, immer mich umdrehen muss, ob da nicht jemand hinter mir ist und mich verfolgt. Bis jetzt ist es mir noch nie passiert. Aber in einigen Kilometern von uns sind Asylbewerber eingezogen und heute ist dieser Vorfall passiert. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst um mich, um mein Kind. Und liebe Bundeskanzlerin, ich finde, es muss eine Grenze haben. Ich habe für alle auf dieser Welt Verständnis, die Leid ertragen mussten. Gott sei Dank musste ich es nicht. Und ich möchte es auch nicht. Ich habe ein kleines Kind. Ich bin Mutter und habe Verantwortung. Und ich möchte, dass mein Kind in Sicherheit aufwächst. Und so wie es jetzt passiert, ist das nicht mehr sicher? Wir können nicht die ganze Welt aufnehmen. Deutschland kann es nicht. Deutschland schafft es nicht. Sie müssen mal aufwachen. Es gibt auch andere Länder, die Flüchtlinge aufnehmen müssen. Sie machen so Deutschland kaputt. Sie schaden damit ihrem Volk. Das geht nicht. Ich habe nur ein Beispiel genannt. Ich habe davor immer die Augen zugemacht. Es gibt noch ein zweites. Mein Kind und ich sind auf dem Spielplatz. Fünf Männer, auch Asylbewerber, denke ich mal, weil sie nicht nach Deutschen aussahen, kaum Deutsch gesprochen haben. Sie haben eine Reinigung da gemacht oder was auch immer, aber nicht alle. Fünf Männer auf einem kleinen Kinderspielplatz. Ich bin vorbeigegangen. Ich habe es mir nicht antun wollen, dahin zu gehen zwischen den fünf Männern mit einem kleinen Kind. Selbst hier werde ich schon eingeschränkt und ich bin sicher nicht der Einzige hier. Ich möchte nicht mehr schweigen. Ich möchte nicht mehr die Augen davor verschließen, was hier gerade passiert. Ich finde nur, es muss jetzt ein Ende haben. Es muss Schluss sein. Wir haben genug Flüchtlinge aufgenommen. Es reicht. Ich möchte wieder mich sicher fühlen und ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Der heutige Tag hat vieles verändert und die Sachen, die ich davor erlebt habe. Ich möchte es einfach nicht mehr. Ich bin ganz sicher, liebe Community und liebes Deutschland, nicht der Einzige mit diesem Problem. Ich bin ein sehr toleranter Mensch und ich möchte nicht, dass dieses Video zu einem Hetzjagd gegen die Asylbewerber wird. Aber ich möchte, dass es ein Ende hat. Ich möchte, dass wenn Asylbewerber schon hier sind, dass sie sich bitte auch dankend benehmen und nicht uns danken, indem sie uns Angst machen, indem sie uns ausrauben oder vielleicht sogar vergewaltigen oder sonstiges.
Ich möchte es nicht. Ich bin ganz sicher nicht der Einzige mit diesem Anliegen. Wer meine Meinung ist, stimmt mir zu. Ich hoffe, dass dieses Video etwas verändert. Ich weiß sonst mir anders nicht zu helfen. Ich danke euch.